Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sickereffekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sickereffekt ausgelöst. Sie? You not dead. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Okay, Tutorial. Oh ja, das ist nicht so kurz. Warte, muss ich hin? Du? Rechte Maus, das sprintest du, ne? Das ist verwirrend hier. Kannst auch gedrückt halten die ganze Zeit, ne? Das war die Scheiße, ich glaube, ich sind nämlich okay, auf Shift. Jetzt kletter mal, ich hab's ja gelassen, Objekte. Das ist ganz praktisch. Eigentlich. Weil die Steuerung halt daran angepasst ist. Gut, aber ich bin halt gewöhnt mit Shift. Das ist schon, ja. Da hab ich so ewig gebraucht, bis ich da rumgekommen bin. Soll man denn da jetzt hochkommen? Ja. Du musst nach der links weiter, wo es... So ewig gebraucht, bis ich da rumgekommen bin, war? War der dann... Ah, okay. Dann ist er dann nämlich immer runtergesprungen. Das ist wie bei Assassin's Creed 2. So. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Tja. Tutorial ist immer langweilig. Können wir noch sagen, also ich spiele übrigens, weil ich es noch nicht mitbekommen habe. Who are you, bitch? Zum Glück. Und tja, wir wissen noch nicht genau, wie wir das hier machen. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Okay. Die mache ich. Shift drücken. Bam, Junge. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Nein! Ah, toll. Und da ist er das erste Mal gestorben. Hä, was ist denn bitte? Ich verwirrt dieser Animus zu sehr, ey. Zu viele helle Flächen. Wenn ich mich jetzt hochziehen, der kann ich. So da drüben halt einfach vor. Nein! Da ist er das zweite Mal gestorben, aber. Ja, das ist ja eine Scheiße mit der rechten Maus. Also ihr könnt euch schon auf das Let's Play freuen, ne? Die wird oft sterben. Ja, toll, vielleicht wenn ich mich an die Störung gewöhnen muss. Alter, deshalb, da habe ich so übel ewig gebraucht, bis ich wusste, wie es da weitergeht. Was, hier hoch? Ja, und dann aber da ran. Da bin ich so oft runtergefallen. Ja. Zweimal, glaube ich. 20 Minuten hast du schon gespielt, ne? Oder? 4 Stunden. Was, 4 Stunden schon? Ja. Bist ja ein Spoiler. Bin schon in Boston. Ein Spoiler, Mann. Ja. Ich kenne das alles schon. Deswegen lasse ich dich auch spielen. Lol. Aber fette. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus.
Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Mission beendet. Und volle Synchronisation. Ist hier durch oder was? Ja. Boah, die halt löst sich auf. Das ist, kannst du die Schublade rausmachen? Ja, vor allem dreh ich mal um, wa? Das ist überscary. Cranke Shit hier. Die desynchronisiert sich dann auch. Ich will hier durch. Nee, die muss gerade raus. Die ganze Zeit. Na gut. Ziehen wir mal hier. Alter, die Mission, die ist jetzt schon überfett, ey. Jetzt guck mal nach hinten. Ja, doch. Ich war nur im Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Ja, das ist ein normaler Tag hier. Die Welt bohrt sich nur auf. Ja, das dauert einen Moment. Dann jetzt wird sie synchron. Wenn du drin bist. Ach, das ist schon, ey, das muss so ein Aufwand sein, das zu programmieren alles. Ja. Mission starten. Deadly Vorstellung. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Na, ihn wir erhalten. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Ja, ich verstehe schon. Alles klar. Schnell gehen wir das. Das ist nur der übliche Mensch mit wie. Lass mal schlecht das los. Das macht keinen Unterschied. Ja. Das ist nur, wenn du dich Menschen machst und läufst. Muss ich hinsetzen. Ich wollte aber hier noch Leute ein bisschen bequatschen und zu texten. Geht ja nicht. Ist ja ein Tutorial immer noch. Alarm. So. Ja, Entschuldigung, darf ich mal durch hier? Ja, tut mir leid. Ja, Entschuldigung. Oh, Vorsicht, waren das Ihre Füße? Ja, kein Problem. Was sind Sie denn noch da? Oh, sehe nichts mehr. Gib bei mir schneller. Abend. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Abstand, er ist beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht nennen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Ach so, glaube. Das kennen wir ja schon. Da habe ich auch so ewig gesucht, ey, bis ich den gesehen habe. Na, verrat's mir mal nicht. Ja, der ist irgendwo hier oben. Ja, leck mich doch, wo ist er denn? Fällt direkt neben mir. Genau die gleiche Bewegung wie ich. Ja. Alter. auch da hinten. Siehst du? Leck ich doch. Siehst du? Oh, ein goldener Schimmer. Er sitzt in einer der Logen da. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden. Das habe ich schon. Aber fett, dass sie das auf Englisch gelassen haben, Alter. Darf ich mal? Ist so geil, pass auf jetzt. Die verrückten Bitch, Alter. Oh, jetzt soll ich nicht hochklettern. Ja, ich muss mal kurz aufs Klo, ja. Komm mal wieder. Wird jetzt gleich ultra logisch. Lol. Ist rechts raus. Das ist jetzt so logisch. Lol. Du musst da raus. Wieder raus. Ja, rumklettern. Ja. Deswegen meine ich ja ultra. Ach, ihr seht mich ja nicht, wa? Ja, ultra logisch, oder?
Der klettert einfach so rum. Ja, ein bisschen Freestyle hier.